Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und dem Red Review zum Sternenrodler. Das war das Intro und jetzt erstmal gute Nacht, Dennis aus Delmenhorst. Du weißt Bescheid und schlaf schön, träum was Schönes und wir fangen jetzt mit dem Review an. Für das heutige Ride Review gehen wir zum Erlebnisberg Sternrod, wo die Rodelbahn steht, auch Sternrodler genannt. Das Ganze befindet sich im Sauerland, um genauer zu sein, in Bruchhausen. Die Rodelbahn bzw. der Sternrodler ist ein Alpincoaster. Das heißt, eine Sommerrodelbahn, die auf Schienen geführt wird und man kann nicht aus der Bahn fliegen wie bei Sommerrodelbahnen. Ich persönlich finde Alpincoaster mega geil. Bei diesem Exemplar, was wir hier haben, geht es erst 300 Meter lang bergauf und danach mit insgesamt 7 Kurven wieder Richtung Tal. Während der Abfahrt haben wir bis zu 5 Meter Laufhöhe. Das bedeutet, die Elemente, wo die Schiene nicht direkt am Berg, am Boden ist, sondern per Stützen etwas höher verläuft. Ab 1 Meter Höhe werden sogar Fangnetze installiert, beziehungsweise wurden installiert. Wie gerade schon erwähnt, geht es in 7 Kurven Richtung Tal. Da drin haben wir ein paar kleine Bunnyhops, könnten für meinen Geschmack auf jeden Fall ein paar mehr sein. Und was mir in dem Layout komplett fehlt, sind Helix. Sind nämlich absolut gar keine vorhanden, finde ich echt schade. Dafür gibt es aber auch ein On-Ride-Foto. Locker erreicht man eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Leider nicht mehr, da ab 45 km/h die Fliehkraftbremsen greifen und den Rodel sicher auf 45 km/h halten. Aber nichtsdestotrotz ist der Sternrodler einer der größeren Exemplare der alpinen Coaster und macht trotz des sehr einfachen Layouts wirklich viel Spaß, meiner Meinung nach. Und man kann richtig schön Richtung Tal heizen. Wie gesagt, hier und da noch eine Helix und ein paar Bunnyhops mehr, dann wäre das richtig geil. Aber trotzdem, gute Sommerrodelbahn, Alpin, Coaster, wie auch immer. Zusätzlich gibt es am Fuße der Station noch ein Hotel zum Sternrod. Dieses Hotel beherbergt 8 Doppelzimmer und es gibt noch des Weiteren ein Restaurant mit 150 Sitzplätzen und 2 Terrassen sowie einer Kegelbahn. Im Winter fungiert das Ganze als Skihütte und Abriss-Skibar. Natürlich lohnt sich jetzt nur für den alpinen Coaster nicht wirklich die Anreise, außer man möchte im Sauerland in den Bergen natürlich Urlaub machen und nutzt das Hotel und möchte den ganzen Tag alpinen Coaster fahren. Aber wenn man mal zum Fort Fun fährt, wo übrigens auch ein sehr geiler alpinen Coaster steht, den wir auch irgendwann auf diesem Kanal hier noch reviewen werden, ist es nicht mehr weit vom Fort Fun zum Sternrodler. Sollte man eventuell einplanen, wenn man mal in der Gegend ist. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Viel Spaß hier noch auf meinem Kanal. Abonniert den Kanal doch, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt mal unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Facebook-Seite von ein paar Dudes von mir. Checkt die Seite aus Parktwist. Da geht so einiges. Junge Seite, ganz frisch am Start, aber coole Leute mit viel Engagement. Guckt einfach mal vorbei und lasst einen Gruß von mir da. Das war's von mir. Ihr seid die Coolsten und ich bin raus. Euer Bro. Peace.